Wir werden gleich testen, testen, testen. Mega, mega und? Na mega, na. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir ein ganz anderes Thema. Hä? Wieso? Weil wir haben hier 12 Volt Schlagschrauber. Normalerweise schauen wir uns immer sowas an hier. 18 Volt Geräte, Schlagbohrhammer, Boschhammer, irgend so ein Zeugs. Das ist ja auch alles schön und gut, aber du hast vielleicht ein 12-Volt-System zu Hause und sagst dir, na, mit 12 Volt kommst du eigentlich ganz gut zurecht und brauchst nur eine Ergänzung, um mal ab und zu mal ein Loch zu bohren. Dann haben wir hier wirklich 12 Volt Schlagschrauber mit über 1 Joule Schlagenergie. Jetzt könntest du sagen, 1 Joule Schlagenergie, ist, reicht das überhaupt? Das werden wir heute rausbekommen. Wir werden heute vor allem auch testen, 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 schauen, wo ihre Grenzen sind. Auf jeden Fall sind das Geräte, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Wie immer werden wir heute natürlich auch etwas verlosen. Und zwar den Schlagbohrhammer von Milwaukee. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare deine Meinung zu diesen Geräten schreiben. Und es würde mich wirklich interessieren, ob ihr der Meinung seid, reicht das eigentlich oder ist das viel zu schwach? Heute also 12 Volt Bohrhammer. Und denkt nicht, dass das hier Quatsch ist. Übrigens sind sehr handliche Geräte, aber die sind schon ernst. Also wenn man die so in der Hand nimmt und mal so ein bisschen rumspielt hier, das sind schon ernste Geräte. Und ich finde, die sind eine wirklich perfekte, absolut perfekte Ergänzung für das 12 Volt System. Denn eine Sache, wenn du im 12 Volt System unterwegs bist, hast du auf jeden Fall einen 12 Volt Akkuschrauber. So, und ein 12-Volt-Akkuschrauber, ihr wisst, dass ich kein Fan bin von 12-Volt-Akkuschlagbohrschraubern und damit entsprechend zu bohren. Und so richtig stark sind sie auch nicht und wenn ich mal ein Loch bohren möchte, dann geht das. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es richtig Spaß macht. So, und hier von Makita, Metabo und von DeWalt gibt es im 12-Volt-System genau diese Geräte. Und wenn du einen Akkuschrauber hast und dann doch öfter mal ein Loch bohren möchtest, dann können diese Geräte für dich genau das Mittel der Wahl sein, sodass du nicht gleich in das 18-Volt-Thema einsteigen musst oder ein kabelgebundenes Gerät nutzen musst. Weil ich muss sagen, ich war sehr begeistert von den drei. Ich habe schon mal ein, zwei Testlöcher gebohrt. Das war echt, ihr wisst, was ich jetzt sage, oder? Mega. Ich weiß, dass es diese Geräte teilweise schon sehr lange gibt, aber ich habe letztens das hier das erste Mal so wirklich in der Hand gehabt und habe gesagt, das ist doch eigentlich etwas, worüber wir unbedingt mal sprechen sollten und worüber wir auch diskutieren sollten. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung unten in den Kommentaren. Denn wer von euch so ein Gerät schon in der Hand hatte und das ausprobiert hat, schreibt es bitte unbedingt. Denk dran, du kannst auch gewinnen, aber davon können alle profitieren. Denn ich muss sagen, mich bringen diese Geräte massiv zum Grübeln, ob man überhaupt für normale Anwendungen 18 Volt überhaupt noch braucht. Welche Geräte haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier von Milwaukee das schon wirklich in die Jahre gekommene Gerät M12CH. Von Metabo etwas neuer, den Metabo PowerMax BH12BL16. Und von Makita haben wir den HR166D. Und dann schauen wir uns mal gleich die technischen Daten an. Alle drei haben das Wichtigste, sie haben eine SDS-Plus-Aufnahme, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Leerlaufdrehzahl ist ähnlich, 700 bis 900 Umdrehungen, aber die Schlagzahl unterscheidet sich schon massiv, 4800 bis 6500 Umdrehungen. Und die Schlagenergie ist mit 1,1 bis 1,3 Joule auch relativ identisch. Ich hatte eben gesagt, wir haben hier bei allen drei Geräten eine sogenannte SDS-Plus-Verbindung. Und darauf möchte ich nochmal eingehen. Das heißt, wir haben hier eine besondere Art und Weise Verbindung des Bohrers. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenvorteil gegenüber einem Akkuschrauber. Und zwar ein Akkuschrauber hat einen sogenannten Rundschaft und nimmt diesen Rundschaft auf. Schaut euch das mal an. Wir haben hier, das ist die Form, die ein Akkuschrauber aufnehmen kann. Einfach nur hier so ein rundes Stück Stahl, sage ich jetzt mal. Ja, das machen wir rein und dann spannen wir das Ganze fest. Moment, das mal ordentlich machen hier. So, spannen das Ganze fest. Jetzt hört ihr schon. So, und ich muss das jetzt hier festspannen. Bei SDS Plus haben wir diese andere Verbindung. Schaut mal hier nochmal. Wir haben hier diese Ausfräsungen hier im Stahl. Das mache ich jetzt hier rein.
und dann ist das Ganze fest. Der Unterschied zwischen beiden Dingen, und der ist essentiell. Und zwar hier habe ich einen Kraftschluss, hier habe ich einen Formschluss. Und das ist ein Riesenunterschied. Bitte merkt euch das mal. Allgemein bei Verbindungen von Werkzeug mit Maschinen. Denn hier bei dem Kraftschluss ist es so, dass ich ganz doll, oder dass diese Backen zugreifen müssen und durch Vibration oder durch anderes kann sich das natürlich auch lösen. Dann dreht der Bohrer wieder durch und so weiter und so fort. Und das ist bei einem Kraftschluss, muss man immer versuchen, irgendwie die maximale Kraft aufzuüben, damit das Ganze wirklich sich ordentlich verbindet. Hier bei einem Formschluss muss ich es nur reintun. Es klickt jetzt, dann verbindet sich das Ganze und das war's. Und das kann auf jeden Fall nicht durchdrehen. Ja, dieses, dass der Bohrer stecken bleibt, aber das Gerät sich noch dreht. Das ist der Riesenunterschied zwischen so einem Gerät und so einem Gerät. Und deswegen bin ich der Meinung, für Bohren ist so etwas immer die bessere Wahl als hier. Wenn du mal einmal im Jahr ein Loch bohrst, ist ja kein Thema hiermit. Aber wenn du es öfter machst oder ab und zu zumindest, finde ich, ist so ein Gerät schon wirklich sein Geld wert. Da wir gerade vom Thema Preis gesprochen haben, beziehungsweise Preiswert, lass uns da gleich mal weitermachen. Was kosten die Geräte eigentlich? Und wie immer findest du natürlich unten in der Videobeschreibung einen ehrlichen Preisvergleich mit verschiedenen Zusammensetzungen der Geräte. Weil es gibt sie solo als auch mit Akku. Übrigens mit Akku machen sie aus meiner Sicht nur Sinn mit 4 Ampere aufwärts, damit sie auch ihre maximale Kraft entfalten können. Da haben wir bei Makita gleich noch was Interessantes, aber da kommen wir gleich dazu. Aber fangen wir vielleicht gleich hier bei Makita an. Im Solo-Bereich variiert der Preis hier relativ stark, so zwischen 120 bis rund 150 Euro. Ohne Akku, ohne alles. Hier bei Metavo und bei Milwaukee sind wir so eher so im Bereich 170 Euro. Jeweils mit 2 Akkus, Ladegerät, Koffer und allem drum und dran ist es so, dass wir hier bei Makita so eher im Bereich so 240 Euro sind und hier sind wir bei beiden voll ausgestattet im Bereich bei 270 Euro. Okay, wir werden gleich testen und schauen, was können die Geräte, aber erstmal schauen wir uns die Geräte mal ein bisschen genauer an, denn sie sind auf jeden Fall einen kurzen Blick auf jeden Fall wert. Kommt bitte ein bisschen dichter und zwar ist es hier, dass wir mehrere Besonderheiten haben. Bei Makita ist es so, so steht das Gerät erstmal nicht. Okay, dann ist es das übliche Thema bei Makita, dass wir hier, Moment, hier haben wir eine Rasterung. Schaut mal hier, wir haben hier eine Rasterung, wo wir das Ganze einsetzen können. Und dadurch ist es so, dass wir nicht eine beliebige Position nehmen können. Ja, das heißt, wir können es so jetzt festmachen, dann können wir es so wieder und dann sind wir schon, na, hier. Und das finde ich nicht wirklich ergonomisch, weil vielleicht möchte ich es auch so festmachen oder so. Also es geht nicht wirklich gut in einer anderen Position. So, um jetzt das nächste zu zeigen, mache ich das Ganze mal so hier fest. Das geht wieder nicht. Also ihr versteht, glaube ich, mein Problem. Ja? Denn ich mag es wirklich, wenn so ein Gerät auch stehen kann. Aber jetzt nehmen wir es mal ab. Erstmal gar nicht so wichtig. Und so steht das Gerät. Aber da ist jetzt falscher Akku drin. Da ist ein 2 Ampere Stunden drin. Der gehört da eigentlich gar nicht rein. Das habe ich nur fürs Video gemacht, damit wir sehen, dass es überhaupt steht. Nee, dafür habe ich das hier. Das ist der originale Akku, der dazugehört. So. Und so. Und damit haben wir jetzt, nee, das macht keinen Sinn. Also ihr seht, das, also er steht dann einfach nicht und ist sehr kopflastig und mit dem Griff dann schon mal gar nicht. Also das Gerät müsst ihr immer hinlegen. Ich finde das schade, weil ich stelle meine Geräte wirklich gerne so hin, damit ich dann hier nur noch greifen kann und kann dann losbohren. Und das dann immer so hinlegen, das finde ich nicht so ergonomisch. So, dann aber haben wir hier in dem Gerät gar nicht mehr so viel einzustellen, sondern einfach nur bohren oder Schlagbohren. Das war's auch schon. Dann habt ihr hier einen Abzug. Und ihr könnt die Geschwindigkeit nicht vorwählen oder ähnliches, sondern einfach nur die Geschwindigkeit hier über das Drücken einstellen. Und nur so ein bisschen. Und was man hier auch noch hat, ist Folgendes. Wir haben hier eine Dämpfung. Seht ihr das? Hier ist der Griff gedämpft. Das finde ich schon mal super. Jetzt gucken wir uns den Koffer nochmal an. So, hier ist der Koffer voll bestückt von Makita. Und zwar haben wir hier ein Ladegerät, zweimal den Akku. Dann haben wir hier noch das, was eigentlich fast niemand benutzt. Hier das Abstandsteil, Dingsi. Ihr wisst, was ich meine. Der Abstandshalter. Aber wir haben natürlich das Gerät, aber wir haben auch das hier, und zwar eine Absaugung. Das gucken wir uns mal an.
Wir haben hier die Möglichkeit, das Gerät abzusaugen, beziehungsweise auf jeden Fall erstmal den Staub aufzufangen. Und zwar ist es so, dass hier die Vorderseite ist und hier die Rückseite. Eigentlich selbsterklärend, oder? Aber hier stecken wir das Gerät drauf. Und zwar einfach nur, es wird nur raufgesteckt. So. Und jetzt mal schaut hier. So. Und jetzt ist es fest. Ja. Ist eigentlich recht fest verbunden. Man kann es natürlich wieder abziehen, muss ja auch so sein. Aber ich sag mal, abfallen wird es auf jeden Fall nicht. So, jetzt haben wir hier den Bohrer drauf. Der guckt hier auch entsprechend raus. Und dann kann ich hier auch an der Wand das Ganze hier so ein bisschen zusammendrücken, um entsprechend zu bohren. Dabei fällt der Bohrstaub hier rein und kann hier unten abgesaugt werden. Ja? Aber selbst wenn ihr keine Absaugung benutzt, ist es erstmal so, dass ihr hier an der Wand arbeitet. Oder ich zeige es euch mal hier auf dem Tisch. Ja? Ihr arbeitet hier, hier. Und wenn ihr so bohrt, hier in der Form, dann würde jetzt hier abgesaugt werden. Normalerweise ist es ja so, dass ihr aber zum Beispiel in die Decke bohrt, dann fällt das alles hier rein und fällt euch nicht raus. Finde ich schon mal super, selbst wenn ihr keine Absaugung habt. Oder wenn ihr an der Wand bohrt, dann fällt der ganze Dreck ja hier rein und fällt auch nicht auf den Boden. In Summe eine super Sache und gehört mit zum Lieferumfang. Das ist schon nicht schlecht, oder? Schauen wir uns mal Metabo an. Metabo hat beim Thema Standfuß wesentlich weiter mitgedacht. Denn wir haben hier einen Griff, ja, der nicht über den Fuß hinausragt. Und wir haben hier original mit dem 4 Ampere Stunden Akku die Möglichkeit, das Ganze auch einfach hinzustellen. Egal, wo jetzt der Griff hier auch ist. Und übrigens, hier seht ihr schon, ich kann den Griff in eine beliebige Position stellen und dann auch festziehen. Ja, das finde ich wirklich super gelöst. Und dann schauen wir uns das Ganze mal hier an. Auch wie bei Makita haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf Bohren oder Schlagbohren zu stellen. Auch hier haben wir eine Entkopplung, und zwar hier unten und hier. Gefühlt nicht ganz so stark wie bei Makita, aber das werden wir nachher mal schauen, beim Bohren, was das ausmacht. Wir können hier auch keine Geschwindigkeit vorwählen für die Geschwindigkeit des Bohrers und können es aber von Hand durchspielen. Ja, also das könnt ihr hier mit dem Finger machen. Im Grunde ist es so, ihr werdet wahrscheinlich meistens mit voller Geschwindigkeit bohren und dann ist fertig. Falls ihr euch wundert, wofür ist der Knopf hier eigentlich da? Der ist dafür da, um den Akku rauszuwerfen bzw. zu lösen. Ihr müsst hier drauf drücken und schon könnt ihr den Akku rausnehmen. Geliefert wird er in der neuen Metabo-Box, ja, der neuen Form, wie ich übrigens wirklich super finde. Und so sieht das Ganze hier auch von innen aus. Zwei Akkus, Ladegerät, das war's. Auch von Metabo gibt es hier so eine Absaugung, die ist ähnlich gestaltet wie die von Makita, aber die gehört nicht zum Lieferumfang. Ihr müsst sie extra kaufen. Kostet 25 Euro und ist aus meiner Sicht jeden Euro wert, weil das Thema Schmutz und Dreck, also das wollt ihr nicht haben und dafür ist das Ganze super geeignet. Also wichtig hier, das kostet nochmal einen kleinen Euro extra. Übrigens hier, der Abstandshalter gehört natürlich original zum Lieferumfang des Bohrhammers. Aber ihr seht hier auch sehr kompakt. Hier unten könnt ihr genauso wie bei Makita auch die Absaugung anstecken. Wir probieren das nachher auch mal aus. Und dann könnt ihr erstmal verbinden. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt das Ganze hier verbinden, indem ihr das hier reinsteckt. Sekunde. So. Und dann ist es fest hiermit verbunden. So. Zu und fest. Dann haben wir hier eine feste Verbindung, können hier entsprechend auch, ja, dann absaugen, hier nach unten oder wohin auch immer. Übrigens, kleiner Tipp, ihr könnt das Ganze einstellen. Wenn das Loch hier nicht mittig sein sollte, könnt ihr hier über das Drehrad das Ganze hier lösen und dann entsprechend justieren. Ich kann es jetzt leider nicht sehen, aber ihr seht, ja, ich habe hier eine gewisse Varianz, in der ich das Ganze einstellen kann. Machen wir hier mit Milwaukee weiter. Und übrigens, hier Milwaukee hat vorne ja das Arbeitslicht, das haben aber alle drei Geräte. Ja, jeweils an einer anderen Position. Alle drei haben das Licht und beleuchten das Arbeitsfeld leicht. Ist jetzt nicht super hell, aber zumindest, wenn es ein bisschen schummrig ist, dann hilft es schon noch ein bisschen. Für Milwaukee gibt es übrigens keine Absaugung soweit. Ich weiß, wenn du da eine andere Information hast, schreib's bitte mal unten in die Kommentare. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Hier ist es so, dass wir hier keine Stabilisierung haben oder keine Dämpfung besser gesagt haben. Hier, wir haben wirklich eine feste Verbindung. Ja, das ist ein bisschen schade. Ihr seht hier, das heißt, wirklich die Vibrationen von vorne werden auf dich komplett übertragen. Wie beim Walk übrigens üblich, haben wir hier die Anzeige für den Akku.
Ja, da sehen wir, wie voll der Akku ist. Und natürlich, wie immer, alle Akkus sind vorher vollgeladen. Dann haben wir hier, genauso wie bei anderen Geräten, hier Bohren oder Schlagbohren. Haben keine Vorwahl für die Geschwindigkeit, können hier draufdrücken und das war's. Ach so, was natürlich noch wichtig ist, das Gerät steht von selbst, finde ich super. Bei Milwaukee haben wir einen klassischen großen Koffer und haben hier drin eigentlich keine Überraschung. Zwei Akkus, das Gerät und der klassische Lader. Jetzt geht es endlich los. Wir wollen endlich bohren, bohren, bohren. Ich will das richtig testen. Dafür habe ich Folgendes. Ich habe hier Kalksandstein und hier habe ich einen Betonblock. Und da drin möchte ich jeweils 4 Löcher mit jedem Gerät hier bohren. Das heißt, wir werden jetzt schon ein bisschen Spaß haben, aber das mache ich aus gutem Grund. Und zwar fange ich hier mit einem 6er Bohrer an. Das ist so der Klassiker ja eigentlich aus dem Haus. 6er und hier ein 8er. Wenn man so irgendwas in die Wand dübelt und ganz normal in der Wohnung, im Haus, für einfache Sachen reicht das ja locker aus. Aber ich habe gedacht, naja, also was können die und was können die nicht? Also müssen sie auch natürlich etwas mehr beweisen. Dazu habe ich hier noch einen 12er Bohrer und dann auch noch einen 20er. Also 20er ist schon eigentlich völlig übertrieben. Dafür sind sie nicht spezifiziert. Ganz wichtig. Nein, 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 nein. Aber wir machen es trotzdem. Und mit dem 20er habe ich letztens schon mal ein Video gemacht. Da habe ich die stärksten SDS Plus 18 Volt Geräte, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, die stärksten SDS Plus Akkugeräte getestet, ging ja bis 54 Volt. Das Video verlinke ich dir mal hier oben. Und ich nehme hier vom Bosch SDS Plus 7X Bohrer mit Carbidspitze. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir auch hier oben.
Wie du gerade gesehen hast, 20 mm, überhaupt kein Problem. Was sage ich da? Mega, mega und? Na, mega natürlich. Also das war echt schön, aber denk dran, dafür sind sie nicht spezifiziert und im Zweifel könnten dadurch auch Defekte entstehen. Aber mal ganz im Ernst, 20 mm, wer will das schon bohren? Und wer macht das schon jeden Tag? Wenn wir jetzt hier normal mit bis zu 12 mm bohren, habt ihr gesehen, es geht super. Also ich bin nachdrücklich immer noch beeindruckt und freue mich, dass ich das mal ausprobiert habe und ausprobieren wollte und vor allem euch das transportieren könnte. Bevor ich jetzt zu meinem Fazit komme, bitte schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Denkt dran, ihr könnt immer noch diesen wunderschönen Milwaukee hier gewinnen. Und schreibt mal rein, Hashtag Nummer 1, was ist eure Nummer 1 und dann die Marke dahinter. Dann können wir mal auswerten, was ihr als bestes Gerät hier empfunden habt. Vielleicht nochmal ganz kurzes Gefühl von mir. Hier ist es so, dass Milwaukee von der Kraft her, vom Vortrieb her, gefühlt am schnellsten und am besten war. Aber es ist auch nur gefühlt. Ihr habt hier die Zeiten nochmal zu sehen. Das kann aber auch täuschen. Hier fehlte mir ein bisschen der Zusatzangriff. Das ist das Einzige, wo ich sage, und eine Absaugung wäre auch gut. Aber ansonsten, super Gerät, kann man überhaupt nichts sagen. Ich finde irgendwie, die Handlichkeit ist doch ganz schön. Also das ist in Summe, das sieht zwar sehr einfach aus, aber das macht es auch irgendwie aus. Und es steht gut. Bei Metabo ist das Gesamtkonzept einfach am besten, finde ich. Weil man hat den Handgriff, das Gerät steht super. Wir haben hier die Absaugung, kostet aber 25 Euro nochmal extra. Die wirklich, ihr habt es gesehen, die wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Also das war super beeindruckend. Und vor allem eine Absaugung für 25 Euro, ja, die einfach ihren Dienst macht. Das ist doch schon echt nicht schlecht. Und das Gerät war schnell, alles super. Hier bei Makita gefällt mir einfach nicht, dass das Ganze nicht stehen kann. Der Griff gefällt mir nicht, dass ich nicht übereinstellen kann, aber immerhin habe ich einen. Die Absaugung hat auch super funktioniert, wenn auch nicht so gut wie bei Metabo, denn diese Halterung ist etwas zu schwach, wenn die Saugleistung zu hoch ist. Dann habt ihr gesehen, dann wird es abgezogen hier, dann wird es hier vorne nach vorne gezogen. Das ist natürlich ein bisschen unschön, aber dem könnt ihr entgehen, indem ihr einfach die Saugleistung etwas reduziert oder auf die Schlauchgröße anpasst. Insofern, das ist so meine Meinung und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.